Oh Mann, ich könnte echt den Kaffee vertragen. Hey! Ha, mal schauen, ob du ihn jetzt immer noch wählst. Ich bevorzuge ihn heiß, danke. Nee, kalt. Weißt du was? Das schreit nach der ultimativen Challenge. Was ist das? Pizza! Yay! Lecker. Ja, die könnte aber ein bisschen wärmer sein. Das sollte die Sache anheizen. Ich will meine extra heiß. Das riecht irgendwie komisch. Ich glaube, ich habe die verbrannt. Ach ja, komplett verkokelt. Wie soll ich das denn jetzt essen? Oh Junge, das schmeckt so, wie Barbecue riecht. Ach Olivia, machen wir mit meiner weiter, okay? Ich fühle eine Kaltfront hereinschneiden. Fertig. Oh, das Teil ist echt eisig. Jeder liebt eine kalte Pizza, oder? Ich nehme schon mal ein Bissen. Au! Boah, das Teil ist hart wie Stein. Ich wollte doch nur einen kleinen Bissen. Komm schon, brich! Ups, da habe ich mich wohl ein bisschen zu sehr reingesteigert. Hast du was dagegen, wenn ich anfange? Was soll ich denn damit? Das ist so armselig. Da kann ich dir nachhelfen. Zeit für ein Festmahl. Da steigt ja meine lila Laune. Denkst du, du schaffst das alles, Julie? Ja, versuch's mal. Das ist bestimmt lecker. Oh, das schmeckt wie frische Waldbeeren. Na, warum sich mit einem Löffel quälen? Oh, Kopfeis. Ah. Aber es schmeckt trotzdem absolut lecker. Oh nein, ich kann meinen Mund nicht mehr spüren. Nur noch ein großer Happen. Vorsichtig, nicht verschlucken. Rein da, du Traum eines Zuckers. Beeindruckt das noch jemanden außer mich? Das war auf jeden Fall sehenswert. Ich muss das nicht auch tun, oder? Ich hoffe, dein Mund ist bereit. Danke. Los geht die Party. Oh, okay. Das ist das Gegenteil von Eiscreme. Aber das ist kalt und ziemlich roh. Riecht ein bisschen eigenartig. Ja, das ist vielleicht pink, aber das will ich nicht essen. Ja, gute Wahl, Hannah. Hier bekommt niemand Salmonellen. Kochen ist schon eine ernste Angelegenheit, ha? Huh? Na, schon besser. Probieren wir es mal aus. Innen drin ist es schön pink. Hey, dir läuft da was raus. Ja, nichts geht über frisch gegrilltes Fleisch. Nö, das ist meins. Wir haben immer noch Snacks. Memphis Barbecue. Oh, das klingt gut. Was hast du? Oh, das Zeug ist echt intensiv. Das müssen wir ernst nehmen. Ich mache nur ein paar Sicherheitsvorkehrungen. Vertrau mir, das ist echt wichtig. Deine Sicherheit steht auf dem Spiel. Zieh das auf. Okay, vielleicht habe ich ein bisschen übertrieben. So ist's besser. Ich hole nur eben meine Chips daraus. Na, lass das Snacken beginnen. Ich kann einfach nicht anders als zu essen, wenn ich nervös bin. Diese Snacks, die können doch nicht so gefährlich sein, oder? Na, siehst du, keine Explosionen. Mal sehen, wie stark die wirklich sind. Wir sehen uns auf der anderen Seite.
Wow, boah, das ist echt sauer. Ich hab dir doch gesagt, die sind gefährlich. Ja, das ist echt intensiv. Aber Moment mal. Jetzt schmeckt es auf einmal echt süß. Boah, gar nicht so schlimm. Hey, ich will das auch mal probieren. Ja, also wenn du damit klarkommst, dann schaffe ich das doch auch. Oh, das ist echt sauer. Oh Mann, fast wie 20 Zitronen in meinem Mund. Ich brauch Salz. Sofort. Ja. Oh, das hilft wirklich. Ich glaube, ich kann meine Zunge wieder spüren. Mir ist nur ein bisschen schwindelig. Naja, manche Leute kommen eben nicht mit Geschmack klar. Runde 2 kommt. Was nützt Ketchup, wenn nichts zum Draufmachen da ist? Ich weiß, ich bin gleich wieder da. Ich mach dann mal meins auf. Ein riesiger Kuchen nur für mich? Ich hatte einen schrecklichen Unfall. Wie kann so etwas passieren? Mit ein bisschen Ketchup ist alles möglich. So ist es besser. Ich beseitige besser die Schmiererei. Lecker. Du hast einen kranken Sinn für Humor. Ich habe einen Geburtstag zu feiern. Und ich weiß genau, was ich mir wünsche. Ist es sicher, mein Visier zu öffnen? Es ist viel besser, als ich es mir vorgestellt habe. Ich frage mich, ob er wirklich aus Käse gemacht ist. Machst du ein Selfie mit mir? Das wird so viele Likes geben. Tanzparty auf dem Mond. Das ist der Hammer. Ah, warte, wo ist das alles hin? Claire? Hey, das ist mein Kuchen. Ich war hungrig. Wie lange dauert es, sich etwas zu wünschen? Sie wird drüber hinwegkommen. Willkommen bei der Challenge Blaues Essen. Wollt ihr sehen, was ihr zuerst bekommt? Na dann los. Ein Süßigkeitenring. Mal zu einem Schmuckstück sagt man nicht nein, oder? Aber normalerweise isst du ihn nicht. Och, der ist hübsch. Und er passt mir perfekt. Oh, ziemlich süß, oder? Von diesem Tag habe ich schon immer geträumt. Das ist wie im Märchen. Wen schaust du dir denn da an? Hanna, mach mich zum glücklichsten Mann der Welt und sag ja zur Ewigkeit. Willst du mich heiraten? Hanna? Reiß dich zusammen, Mädchen. Auch ein Mädchen wird ja wohl noch träumen dürfen, oder? Ich liebe dich, Fantasietraumjunge. Glaub nicht, dass das ein echter Diamant ist. Das ist alles eine große Lüge. Ich bin dazu verdammt, Single zu bleiben und für immer Süßigkeiten zu essen. Alles okay, Julie? Keine Ahnung, wie der da hingekommen ist. Mal sehen, was du auf dem Teller hast. Oh, sieht aus wie ein Himbeer-Push-Pop. Oh, die Dinger sind so lecker. Und der ist mit Zucker gefüllt. Lass ihn uns aufpoppen. Einfach aufmachen und eintauchen. Oh, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen. Der ist süß mit einem sauren Abgang. Okay, jetzt kommt Dip Nummer 2. Sieht aus, als hätte Julie ihr Glück gehabt. Lass mich mitmachen. Oh ja. Was passt schon besser zu Süßigkeiten als noch mehr Zucker? Das ist sowieso viel süßer als ein Antrag. Emily, du solltest deine besser zuerst öffnen. Eine Cola? Oh, nicht so schlimm. Was ist unter deinem Nick? Ich werde wohl etwas Kokoswasser trinken. Ich habe noch nie eine geknackt. Ich weiß. Ich glaube, ich habe da was in meiner Handtasche. Also, was hast du für mich gefunden?
Oh, danke. Lass uns dieses Ding aufbrechen. Und jetzt müssen wir den Saft ausgießen. Bereit? Hier kommt er. Oh, das ist wirklich milchig weiß, huh? Cool. Lass uns trinken, ja? Na, oh, das wird episch. Und es sprudelt. Alle Mann in Deckung. Oh Mann, wie konnte das passieren? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich nur für eine blöde Sekunde umgedreht. Hier, wie schmeckt das? Mann, jetzt bin ich ganz klebrig. Hey, das ist gar nicht so schlecht. Im Ernst? Oh, ich komme hier nicht mehr raus. Behalte dein Glas für dich. Wer fängt diese Runde an? Hab dich! Oh, ich hab starke Daumen. Wo wir gerade von stark reden. Boah, schau dir diesen Kampfaffen an. Und der ist mit Süßigkeiten gefüllt. Dann hole ich mir mal meine Zuckerration. Oh, die Bonbons sehen lecker aus. Pink zuerst. Oh, so niedlich. Hm, ist das süß. Die gelben sehen auch gut aus. Und die blauen sind auch ziemlich lecker. Und jetzt darf ich spielen. Mach deins auf, Joey. Und los geht's. Oh, nichts ist stärker als der Kiefer eines Hais. Schau, wie fies der aussieht. Wahnsinn, ich könnte damit Schaden anrichten. Aber zuerst... das sieht sehr lecker aus. Ha! Hey, hast du ein Problem, Kim? Hey, das tut weh, Alter. Jetzt geht's los. Affe versus Hai. Wer wird der ultimative Champion? Im Moment ist es ein Spiel für jeden. Triumphierend! Nein, mein Hai! Wuhu, gewonnen! Armer kleiner Kerl. Böser, böser Affe. Soll ich anfangen? Okay. Was denn hier los? Das ist ja nur ein leerer Teller. Ja, ich kapier's auch nicht. Hey, hörst du das? Das klingt wie ein Frosch. Oh mein Gott, warte mal kurz. Ich habe einen kleinen Gummifrosch auf meinem Kopf. Der muss doch hier irgendwo sein. Mann, du hast mich erschreckt. Oh, der ist so süß und weich. Ich wette, der schmeckt auch gut. Wow, was ist denn das für ein harter Brocken? Aber definitiv lecker. Okay, jetzt ich. Ja, eine Dose Pringles. Ich bin begeistert. Ich liebe Pringles. Zeit zum Reinhauen. Ist das knusprig. Ach Mist, ich wünschte, ich hätte auch Pringles. Ich werde die ganze Dose aufessen. Wow, Mann, die stürzt sich aber wirklich auf ihre Chips. Hey, ich glaube, ich höre was. Oh, das gibt's doch nicht. Das ist ja unglaublich. Da ist ein kleines tanzendes Mädchen auf dem Boden der Dose. Siehst du? Boah, die hat ein paar gute Moves drauf. Wow, du hast ja recht. Die ist gut. Und weißt du was? Die sieht aus, als hätte sie Spaß dabei. Was machst du denn da? Ja, ich wusste, dass ich da reinpasse. Bis später. Ja, tschüss, schätze ich. Ist sie da echt drin? Ja, das ist sie. Die tanzen zusammen. Mann, die sehen echt aus, als hätten sie Spaß. Oh, ich bin so froh, dass ich bei euch mitmache. Pringles-Dosen-Tanzparty. Wir sind in der Kuchendeko-Challenge. Komm, wir ziehen mal an dem Seil. Oh, da kommt Schokolade. Nein, das gefällt mir überhaupt nicht. Ein Hoch auf den Schokosirup.
mein Kuchen ist schon ruiniert. Meiner ist in Schokosirup getaucht. Yay, das Seil ist wieder da. Ziehen wir nochmal dran. Was? Was ist das denn, Algenblätter? Und ich glaube, ich bekomme Streusel für meinen Kuchen. Stopp, ich will keine Algenblätter mehr. Das Seil schon wieder? Okay, bereit. Etwas Matschiges. Wie kleine Meteoriten. Oh, und das ist eine Art Krümel? Gummi-Augäpfel? Ich mag diese Augäpfel. Ich stecke sie auf die Spieße. Drei auf einen sollten reichen. Und das mache ich nun auch mit dem Rest der Augäpfel. Ahem, hier ist Ihr nächster Dekoartikel. Danke, ich werde sie einfach mal so auf meinen Kuchen legen. Nur noch ein paar mehr hier und da. Und der letzte. Das sind eine Menge glitzernde Marshmallows. Mein Kuchen gefällt mir richtig gut. Vielleicht bekomme ich auch ein paar lustige Marshmallows. Oh, okay, vielen Dank, Mr. Skelett. Toll, ich habe Ramen. Genau das, was ich auf meinem Kuchen haben will. Geschmacksrichtung scharfes Huhn. Lecker. Naja, dann fange ich wohl besser mal an. Ich lege die Ramen-Nudeln einfach so oben drauf. Ich bin wirklich nicht neidisch auf dich. Eigentlich macht das aber sogar auch Spaß. Machst du die Gosche ab? Ich glaube, das ist für uns beide. Los geht's. Boah, schau mal, das ist ja knallpink. Denkst du, das ist essbar? Mal sehen. Ich glaube, da geht's um die inneren Werte. Hä? Tada! Und was machen wir jetzt damit? Kommt da was raus? Ja, die Samen auf jeden Fall. Schick, oder? Wow, wie passen die denn da alle rein? Ja, ich mag nur die schwarzen Sachen. Und die Samen schmecken gar nicht schlecht. Lecker. Die würde ich ja gerne alle auf einmal verdrücken. Boah, das sieht voll ekelhaft aus. Na, mehr für mich. Aber keine Ahnung, was ich mit dem weißen Fruchtfleisch anstellen soll. Willst du's? Ja, das ist schon eher mein Ding. Ob das süß ist? Finden wir es mal heraus. Jetzt verstehe ich, warum die Drachenfrucht heißt. Och, was willst du denn, mein Kleiner? Na klar können wir ein Selfie schießen. Super. Hier könnte ich für immer bleiben. Ich war im Paradies. Komm, wir bleiben bei der Sache, ja? Ich bin sowas von bereit. Was für ein Geschmack ist das denn? Oh, Erdbeere. Das werde ich mit einem Bissen verschlingen. Immerhin ist das meine liebste Süßigkeit. Ich beginne immer gern an einem Ende und arbeite mich dann zum anderen Ende vor. Ich glaube, ich muss in diese Richtung kauen. Hannah? Hey, mein Lieblingslied. Ich bleib kurz hier. Wow, das Teil ist riesig. Ach, das Kamel ist so süß. Für Insta. Ja, ich snack einfach selbst, während ich warte. Ich frag mich, ob die gut schmecken. Muss ich so tun, als ob das eine Flasche wäre? Da sind Süßigkeiten drin. Oh yeah. Schau dich all diese süße und saure Leckerei an. Oh, lecker. Was? Sorry, ich bin wieder da. Ich muss nur noch kurz hier drüber klettern. Ach, meine Güte. Hat das überhaupt ein Ende? Ich hoffe, dass es niemals ein Ende findet. Oh, der Babyfilter. Ich nehme die Dinge einfach selbst in die Hand. Viel besser. Ha? Wo ist Kylie denn hin? Ich habe gar nicht bemerkt, dass sie gegangen ist. Und was ist das für ein Geräusch? Mia, Mia, Mia. Ich glaube, sie hat Hunger. Mama! So, oh, schon besser. Bin ich jetzt ihre Mami? Ich zuerst? Oh, ein blaues Ei. Sieht so lecker aus. Ich frage mich, von was für einem Tier das stammt. Da ist bestimmt ein Baby drin. Wir müssen wohl warten, bis es schlüpft. Mach's dir gemütlich, Kleines. Hier, ich will, dass es warm bleibt. Genieß die Wärme.
Ich liebe Eier. Dann besorg du selbst eins. Du hast es echt drauf. Hm, hier bewegt sich was. Was in aller Welt ist das? Ein kleines Drachenbaby. So süß, ich hätte es fast gegessen. Geh spielen, Kleiner. Das ist toll. Ich bin dran. Ich habe auch ein Ei. Sieht lecker aus, oder? Nein, brat es nicht, Julie. Das ist nur eine kleinere Pfanne. Hey, gib her! Ha! Du bist wirklich eine Spielverderberin. Wen nennst du hier Spielverderberin? Wo ist der Drache? Bewegen wir uns? Oh Junge, jetzt geht's los. Schau mal, mein Drache ist geschlüpft. Wuhu! Schau mal da unten. Schau, wie mein Drache fliegt. Fantastisch. Naja, was zu essen könnte ich schon vertragen. Boah, ich bin bereit. Eier haben viele Proteine. Oh ja, welch gesunde Tugend. Das schmeckt himmlisch. Und für mich? Schwarze Eier? Sowas habe ich ja noch nie gesehen. Kann man die denn essen? Zumindest sind sie hart gekocht, genau wie deine. Willst du das echt essen? Na, ich mach's einfach. Ja, schmeckt irgendwie fancy. Ich schluck's am besten runter. Ih, das ist doch faul. Das war's. Oh, nie wieder Eier. Das gilt für dich. Da schlüpft was. Oh, das muss ich posten. Ich kann's nicht glauben, dass das echt passiert. Reingelegt. Ihr seid ja sowas von naiv. Der gute alte Fingertrick funktioniert doch jedes Mal. Lächeln. Och, ist da jemand sauer? Oh, die Spannung bringt mich um. Okay. Oh, sieht ziemlich gut aus, oder? Oh, ist auch schön kalt. Oh, lass die Party starten. Ein edles Getränk braucht ein edles Outfit. Außerdem fühle ich mich so schicker. Und prickeln, Schätzchen. Bist du bereit? Oh, das Aroma ist berauschend. Mit einem Hauch von Trauben? Ups. Entschuldigung. Jetzt schauen wir mal bei mir. Ach, der ist süß. Ich frage mich, welche Tricks er kann. Soll ich den essen? Oh, scheint hart zu sein. Oh, das tut meinen Zähnen weh. Ja, ich bin genauso verwirrt wie du. Die Blasen, gib mir dein Glas. Hier dreht sich alles um sprudelnde Action. Nur kurz eintauchen und... Oh. Sind die nicht spektakulär? Als ob wir in einem lila Ozean sind. Gern geschehen. Wie komme ich hier wieder raus? Du solltest jemanden anrufen. Ja, das war ein Versehen. Achtung, ich muss hier durch. War das ein Bär oder so? Hab ich gewonnen? Bubble Boy hat das Rennen tatsächlich gewonnen. Was für ein Sieg. Ich danke euch allen. Oh, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich halte es einfach für dich. Ein Applaus für Bubble Boy. Bereit? Das wollte ich machen. Aber wenigstens gehört alles mir. Ich hoffe, sie ist kalt. Sieht lecker aus. Prost. Mmh, so süß.
Jetzt zu dir. Persönlicher Freiraum. Das sieht aber ziemlich gut aus. Zu ein bisschen Zucker sage ich nie nein. Die Verpackung ist entzückend. Dann probiere ich mal. Schön knusprig. Damit wird es schicker. Im Glas schmeckt sowieso alles besser. Und schau dir diese wunderschöne Farbe an. Dieses Ding hat einen Ventilator. Muss das so laut sein? Das reicht jetzt. Wirklich? Ich kann nicht denken, wenn der läuft. Haha, der ist zu schnell. Weißt du was? Ich habe eine Idee. Pass auf. Wow, du wurdest gerade mit Glitzer bombardiert. Ist das nicht fabelhaft? Hey, willst du was von meinem Drink? Danke. Okay, los geht's. Prost, Mädchen. Wow. Ja. Ich war ein bisschen zu aufgeregt. Danke für die Gratisdusche. Nimm deinen blöden Ventilator. Bereit? 1, 2, 3, los! Guten Morgen, Leute. Es ist Zeit für das Frühstück. Diese Eier sehen ein bisschen daneben aus. Kann man das überhaupt essen? Also, essen wir oder nicht? Ich nehme den ersten Bissen. Oh, es ist flüssig, genauso wie ich es mag. Oh, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Und rein damit. Ja. Glaubst du, meine komischen schwarzen Eier sind gut? Also, ich weiß nicht so recht. Traue ich mich, ein Bissen zu nehmen? Ja, da kommt er. Oh Mann, das ist aber ein großer Bissen. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm, hm, Emily? Oh, das ist vielleicht trocken. Oh Mann. Ja, das bedeutet Übelkeit. Oh, ich kann den nächsten Bissen kaum erwarten. Warum probierst du nicht mal? Schließlich werde ich das sicher nicht aufessen. Ja, nimm auf jeden Fall einen großen Bissen, ja? Ziemlich anders, oder? Oh, schnell! Oh, der Junge wird schon ganz blass. Ich glaube, mir wird schlecht. Als nächstes ein paar Nudeln. Und wer liebt das nicht, bitte? Die müssen nur ein bisschen gekocht werden. Ich kümmere mich drum. So, schön dampfend. Ich darf doch, oder? Es gibt keinen besseren Weg, das Zeug zu essen. Aber so große Bissen können ein bisschen kompliziert sein. Mensch, wie bekomme ich denn das jetzt in meinen Mund? Ach, ich versuch's einfach mal. Einfach schön reinziehen. Oh, meine Wangen tun schon total weh. Heilige Maria, verschluck dich nicht, Olivia. Oh, so. Das war echt schwer. Ich habe eine Idee. Das sollte das Ganze vereinfachen. Siehst du den langen Freund hier? Zeit, ihn auf einen Bissen zu reduzieren. Lecker. Siehst du? Du bist dran, Kylie. Ich mag meinen ein bisschen kälter. Ich rufe die Eisgötter. So. Perfekt. Naja, fast. Hat jemand Lust auf einen Rahmenlolli? Der ist zwar kalt, aber schmeckt sicherlich vorzüglich. Hier, kannst du das mal halten? Wo geht ihr denn hin? Machen wir den Geschmackstest. Oh nee, schlechte Idee. Oh, meine Zunge. Ah, Sojasauce. Ah.
Hey, nimm dein Gesicht von meinem Essen. Aber meine Zunge. Wow, für eine Sekunde hatte ich echt Angst. Denkst du, ich kann das noch essen? Ich versuch's mal. Ja, so isst man seine Nudeln. Sorry, aber ich bin immer noch ein bisschen verängstigt. Alles okay, glaube ich.